Hallo, grüß euch. Heute gehen wir auf den vorderen und auf den hinteren Signalkugel. Der ist in Ebenseherinnen, Langpozee. Weggegangen sind wir beim Parkplatz Jagerbachel. Die Tour führt durch den Wald rauf zu einem Gipfelkreuz, wo man dann einen schönen Aussichtspunkt auf den Langpozee hat. Höhenmeter sind es ca. 400 und gesamte Strecken ist ungefähr 8 Kilometer. Zeit, ja, je nachdem, zwischen 3 und 4 Stunden, wie wir brauchen. Schaut mit und habt eine Gaudi dabei. Puh, das ist sowas schön kalt. Minus 5 Grad hat es da rein. So, da kommen wir schon, das sind die ersten Wegweiser. Bladla. Kommen wir schon zu den ersten Wegweiser. Da gehen wir nach links, ist eh angeschrieben, Signalkugel. Jawohl. Dann machen wir das auch. Das sind ja richtige Eiswelten da heute. Wahnsinn. Sehr schön. Gut. Nach einer kleinen Fußstraßenwanderung. Den Wildbach entlang, gehen wir da jetzt wieder zu einem Abzweiger. Signalkugel wieder links. Das machen wir. Dann müssen wir jetzt noch links haben. Und dann da vorne. Beim nächsten Weg wäre es gleich wieder nach rechts. Schau mal, was steht da? Signalkugel 20 Minuten. Jawohl, jetzt geht es in den Wald rein. Ja, wenn es euch bis daher gefallen hat, könnt ihr ruhig einmal ein Abo da lassen, oder? Und auf jeden Fall noch weiter mitgehen, beziehungsweise mitschauen. Weil ich glaube, dass wir jetzt dann gleich mal oben sind da. Boah, ja, da geht es schon steil auf. Zwar nicht weit, aber steil. Boah, geil, lecker. Boah. Ja, da kommt jetzt wieder Wegweiser. Nach links haben wir gesagt. Signalkugel. Hui. Ja, da auf der schönen Fichten ist ja schon wieder was angeschrieben. Schauen wir mal. Ah, nichts für uns. Das ist für die Mountainbiker. Okay. Wir folgen da einfach den austretenden Weg. Dann werden wir schon aufgehen.
Ja, ich meine, da kommt jetzt dann gleich mal das Kreuz. Was ich noch weiß. Der Guide ist Showman. Der sagt, es gibt kein Kreuz. Was gibt es da sonst? Ich hoffe, was gescheit. Schön, he? Aber jetzt gehen wir noch weiter zur hinteren Signalkugel. Dazu müssen wir jetzt da wieder absteigen. Viere zur Kreuzung und dann links gehen. Das machen wir. So geht, geh an. Ein Blick noch zurück. So, da kommen wir wieder zu einer Weggabelung. Da gehen wir links. Sagt zumindest der Guide. Sehen wir, ob es richtig ist. Ein Grenzstein. Das heißt, wir haben da richtig. Ist eh recht ausgegangen, der Weg. Das sieht man eh. Jawohl. Das ist der Wützer, der Hinige. Der ist mir auch noch in Erinnerung. Jetzt gingen wir da schon ca. 15 Minuten auf der Art Schneider. Aber ich glaube, wir haben bald da beim hinteren Signalkugel. Kann ich mir weit sehen. Da wird eh schon über Lichter. Und jetzt ist es so, dass da irgendwo der Signalkugel sein sollte. Das sehe ich aber keinen. Der hintere. Und wieso sehe ich da keinen? Weil keiner da ist. So, genau da sollte das sein. Da sehe ich aber nichts.
Da war wenigstens einmal ein markierter Stor, der ist auch nicht mehr da. Na ja. Gehen wir weiter. Vielleicht ist er das. Nein. Sagen wir halt, das ist er. Bergheil. Na, schauen wir mal weiter. Gibt's ja nicht. Haben wir sie wieder verrennt? War letztes Mal auch schon so. Ja, verrennt nicht. Das feigert ein wenig. Ich glaube, dass das Kreuz vom Schnee gedruckt worden ist. Oder dass ein Baum drauf gefallen ist. Wir finden es nicht. Auf jeden Fall bin ich genau dort gewesen, laut Navigation. Auf Null. Und ich habe keins gesehen. Aber macht nichts. Wir sitzen sie jetzt da her auf das Baumstümpfchen da. Und machen da eine Pause in der Sonne. So schaut es aus. Nach der super langen Rast dort oben bei dem schönen sonnigen Platz gehen wir jetzt wieder runter zum Langbootsee. Da zeige ich euch auch noch ein wenig was davon. Und dann hätten wir es eh schon wieder für heute. Aha. Ah. So, da. Und jetzt haben wir ihn gefunden. Da haben sie sich ein wenig verdammt. Bergheil, sage ich trotzdem. Wie heißt es so schön? Wer sucht, der findet. Aber in dem Fall haben wir es nicht einmal gesucht. Oder haben wir es nicht einmal gesucht, wir sind einfach vorbeigekommen. Dann haben wir ein Gipfelkreuz auch noch gefunden. Jetzt folgt der Abstieg da. Der ist nicht tragisch. Geht relativ schön zum Gehen. Natürlich eine Traumaussicht da. Auch den Abstieg, wie man sieht. Der Wahnsinn. Schon wieder ausgerutscht. Das ist aber jetzt ein Blöd, wenn er Eis ist. Gut. Da vorne kommt jetzt wieder ein Wegweiser. Da gehen wir nach links. Denn wir wollen ja zum Langbootsee runterkommen. Aha. Großalm waren wir auch in 40 Minuten. Nein, da gehen wir nicht hin. Wir gehen jetzt hinter der Langbootsee. 30 Minuten. Und dazu ist das Gasthaus geschlossen, ist gerade gestanden. Gehen wir sowieso nicht hin, wenn ein Gasthaus zu ist. Wahnsinn, heute bist du gescheit. Aber leider war es das schon wieder für heute. Ich hoffe, die Wanderung auf dem Signalkugel hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und ein Abo natürlich auch. Und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, wenn ihr mich seht, die reine 883, würde ich mich natürlich auch freuen. Also, darum sage ich, viert euch, bis zum nächsten Mal.